Ich liebe IKEA-Möbel und vor allem die Preise. Was ich jedoch nicht mag, ist der Kundenservice, wenn es zu einem Umtausch kommt. Ich hatte ein Bett von IKEA gekauft und für den Versand zu mir nach Hause bezahlt, da das Bett nicht in mein Auto passte. IKEA lieferte jedoch das falsche Bett. Und als ich IKEA anrief, um das Problem zu lösen, bekam ich gesagt, dass es keine Abteilung für Kundenservice als solche gibt und dass ich das Bett selber wieder zurückbringen müsste, um die Reklamation einzureichen. Nur, wie sollte das gehen, wo das Bett doch von vornherein nicht in mein Auto gepasst hat? Keine Kundenservice-Abteilung zu haben, verursacht großen Ärger. Letztes Jahr hatten wir einen Wasserrohrbruch zu Hause und riefen drei Klempner, um das Rohr zu reparieren. Der erste tauchte gar nicht erst auf. Der zweite ebenfalls nicht. Und der dritte kam später als vereinbart. Keiner der drei hat den Auftrag von uns bekommen. Wir hatten reserviert und kamen 20 Minuten früher im Restaurant an, somit war unser Tisch noch nicht fertig. Wir wurden dennoch sehr freundlich empfangen. Unsere Jacken und Taschen wurden zur Garderobe gebracht und wir wurden zur Cocktailbar geführt. Als wir fertig gegessen hatten, rief uns das Restaurant sogar ein Taxi nach Hause. Wir hatten nicht nur gut gegessen, sondern fühlten uns zudem gut aufgehoben den ganzen Abend. Ich hatte ein paar handgefertigte Schuhe von Shoes of Prey bestellt und wurde während des ganzen Prozesses auf dem Laufenden gehalten und involviert. Sie schickten mir regelmäßige Updates und Fotos von meinen Schuhen. Ich bekam sogar ein Video, das die Produktion der Schuhe in der Fabrik zeigte. Ich habe mich echt wie ein Insider gefühlt. John Lewis ist ein großes Kaufhaus in Großbritannien und meine Freundin Laura erzählte mir neulich ganz stolz, dass sie Anteile am 10 Milliarden Euro Umsatz besitzt. Sie erklärte mir, dass alle 69.000 Mitarbeiter mit unbefristetem Vertrag Geschäftsinhaber sind und dass der Profit unter den Mitarbeitern verteilt wird. Somit haben diese auch ein Mitspracherecht bei Managemententscheidungen. Kein Wunder also, dass der Kundenservice bei John Lewis immer so gut ist. Ich war bereits eine Stunde unterwegs, nachdem ich extrem früh aufgestanden war, und stieg in den zweiten allmorgendlichen Zug, als der Lokführer eine Ansage machte. Statt uns allen einen guten Morgen zu wünschen und die Haltestellen runterzurottern, sang er jedoch: Guten Morgen, guten Morgen! Das hat mich definitiv aufgemuntert und mir ein Lächeln beschert und meinen Mitreisenden ebenso. Ich hatte einen Cheeseburger in einem Drive-In bestellt und war ziemlich sauer, als ich bemerkte, dass er kalt war. Ich fuhr zurück, um mich zu beschweren und erwartete großen Widerstand, aber der Manager war super. Er hörte mir aufmerksam zu, entschuldigte sich und gab mir einen neuen Cheeseburger. Einen Milchshake gab es gratis noch obendrauf. Was mir in Erinnerung geblieben ist von dieser Erfahrung, ist der ausgezeichnete Kundenservice, nicht der kalte Burger. Als ich gestern in einem Laden an der Kasse stand, machte mich die Kassiererin auf den Link zu einer Kundenbefragung auf der Rückseite meines Bons aufmerksam. Sie erklärte mir, dass ich bei Teilnahme einen Preis gewinnen könnte. Meine Meinung wird offensichtlich geschätzt. Als ich letztens einem meiner Lieferanten e-mailte, bekam ich eine Abwesenheitsnotiz. In dieser stand, dass mein Kontakt für 2 Wochen in Urlaub ist und er jegliche E-Mails erst nach seiner Wiederkehr bearbeiten würde. Ich weiß, dass er Teil eines Teams ist und diese Notiz vermittelte mir den Eindruck, dass keiner dem anderen unter die Arme greifen mag in diesem Unternehmen. Außerdem habe ich mich gefragt, wie sehr meine Aufträge überhaupt geschätzt werden. Neulich sprach ich mit einigen Mitarbeitern der U-Bahn in London. Sie waren alle noch total aufgeregt, weil sie gerade aus Paris wiedergekommen waren, wo sie der Metro Paris einen Besuch abgestattet hatten, um in Erfahrung zu bringen, wie dort so gearbeitet wird. Sie waren ziemlich angetan von dem, was sie gesehen und gelernt hatten, und ich war stark beeindruckt, dass der Manager sich solche Mühe gegeben hatte, das Team zu Verbesserungen in der eigenen Arbeitsweise zu motivieren.